Schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Comic Review. Diesmal mit The Walking Dead, Negan lebt. Ein kleines Heftchen, was wir jetzt noch nach dem Abschluss von The Walking Dead von Robert Kirkman noch von Robert Kirkman bekommen haben, mit Zeichnungen von Shirley Adler. Und ja, die sind halt eigentlich für, also ganz normal in Walking Dead. Sieht halt ganz normal aus, schwarz-weiß natürlich. Alles sieht so ganz gut aus, wie man es halt kennt. Und Robert Kirkman natürlich als Autor, finde ich natürlich auch ganz gut, dass er das weiterführt. Nicht irgendjemand, der sich da noch dachte, irgendwie, ach ja, ich habe noch Lust, was von Negan zu schreiben. Ich mache das mal eben nebenbei, sondern er selber. So, es ist keine große Story, es ist halt ein kleines Heftchen eben. Aber trotzdem für Negan-Fans, beziehungsweise Walking Dead-Fans generell, trotzdem eine interessante Sache und auch irgendwo wieder ein Muss. So, ne? Neben sowas wie Here's Negan. Und ja, ich habe es mir jetzt einmal eben schnell durchgelesen und ja, ich werde hier einfach generell auf die Story eingehen. Also wer da wirklich noch nicht gelesen hat, hat Spoilerwarnung, sagen wir mal so. Ich gehe einfach auf alles ein. Ist halt generell nicht so viel, ne? Wir haben es halt hier mit Negan zu tun, der ja jetzt alleine lebt und halt jeden Tag an ein Grab seiner Frau geht. Im Grab ist aber nicht seine Frau, sondern halt der Eisbeschläger, den er auch Cecile genannt hat, drin. Aber er bringt jeden Tag Blumen dran, ne? Und redet halt auch mit sich selbst, beziehungsweise mit Lucille. Redet auch davon, dass sie wahrscheinlich nicht da oben irgendwie ist und über ihn wacht, so, weil es wird für Leute wie ihn und so weiter keine Erlösung danach geben. So, zumindest glaubt er daran. Und generell, auch was man hier bemerkt, es kommen sehr viele Schimpfwörter. Also immer fucking motherfucker, fucker, fuck, fuck, fuck. Ganz häufig. So, aber das gehört halt auch irgendwie zu Negan dann dazu. So, dann er lebt halt in so einer kleinen Hütte und so weiter, alles nett und schön so. Hat ein bisschen so Thanos-Flair, finde ich, irgendwie so am Ende von Infinity Gauntlet, so ein ruhiger, also der Böse ist so am Ende so ruhig, so ein Hütchen irgendwie. Und dann kommt ein Mädchen rein, zufälligerweise heißt sie Lucy, so, was natürlich jetzt nicht so weit weg ist von Lucille, die Negan dann überrascht, aber halt nichts Böses will. Sie will einfach nur eine Unterkunft und vielleicht auch etwas zu essen, wenn er was hätte. So, Negan bezweifelt erstmal schon mal so, bist du überhaupt echt so oder bilde ich mir dich nur ein? Aber anscheinend ist sie echt. Sie setzen sich ans Lagerfeuer und essen halt was zusammen. Es gibt einen Hasen so, ne, von Negan schön. Und sie kommt ihm aber irgendwie immer näher und da wird Negan dann richtig skeptisch, weil sie ist total sauber, soll angeblich allein sein und kommt ihm näher, während er eigentlich zwei, dreimal so alt ist wie sie. So, da wird er natürlich skeptisch und fragt sie, ja, wo sind sie denn? Sie sollen aus den Büschen rauskommen und so weiter. Sie tut aber so, als wüsste sie von nichts, sie wäre alleine. Dann kommt aber plötzlich wirklich jemand aber von hinten auf ihn an und greift ihn halt an. So, die Leute, anscheinend sind sie so eine Gruppierung, die dann versuchen jetzt einzelne Leute einfach anzugreifen. Also gibt es keinen besonderen Grund, es ist einfach so, wir tun es Menschen einfach an, um uns dann die Dinge, die die haben, zu nehmen oder so. Und die zwingen ihn dann, das Grab auszugraben von Lucille. So, sie denken aber, da ist halt ein Mensch drin. So, und Negan erzählt dann aber davon, von seiner Frau und mit dem Baseballschläger, was da alles halt folgt. Und ja, während Lucy das irgendwie süß findet und sogar nicht möchte, dass sie ihn töten und so weiter, weil sie irgendwie Gefallen an ihm gefunden hat, lachen die anderen Männer ihn halt aus, was für ein Quatsch das ist, was er tut und so weiter. Dann werden die aber schön von Zombies von hinten angegriffen und die werden dann natürlich gebissen, beziehungsweise Negan nimmt dann auch schön seine Schaufel und macht die auch schön zu Brei und guckt, wie tief er mit seiner Schaufel in die jeweiligen Leute reinkommt. So, die Lucy ist natürlich total schockiert so und hat dann auch Angst, dass Negan sie tötet. Aber da Negan das ja auch gehört hat, dass sie möchte, dass er verschont wird, nimmt er sie dann und sagt, ja, wenn du mit möchtest, komm mit, geh aber runter vom Grab meiner Frau. So, ne? Und ja, das Comic endet dann auch so, dass man das Gefühl hat, es könnte weitergehen. So, Negan sagt auch explizit, ja, willst du gar nicht wissen, wie es weitergeht, so, was als nächstes kommt. Und ja, das wirkt dann halt schon so, als würde man für Negan bzw. Lucy, wenn sie sich zusammentun, vielleicht einfach so eine eigene kleine Story machen, vielleicht so ein One-Shot irgendwie. Wäre interessant, also von Negan kann ich eigentlich bis jetzt noch nicht genug bekommen, sowohl in der Serie wie auch in der Comic-Welt. Und ja, es war unterhaltsam, war wie schon gesagt eine ganz kleine Sache eben, ein kleines Heftchen. Aber eben einfach für die Negan-Fans einfach einen schönen Schmaus irgendwie so, was man eben schnell verschlingen kann. Und ja, einfach für nach dem Ende auch einfach zu gucken, was mit Negan ist, weil bei dem Ende hieß ja auch einfach nur so Negan Lives. So heißt das ja jetzt hier auch, Negan lebt. So praktisch einfach auch wieder einfach zu gucken, wo ist er jetzt gerade. Ja.
Im Allgemeinen unterhaltsam, gut gezeichnet und ja, wie schon gesagt, eine Empfehlung für alle Walking Dead-Fans natürlich da draußen. Wer jetzt Walking Dead nicht gelesen hat und damit nichts anfangen kann, der braucht es ja gar nicht lesen, weil es ist wirklich einfach nur ein Anklang zum Ende halt. Das ist kein, also ich finde, das ist jetzt, das kann man sich so eben holen, aber ich glaube, für jemand Leute, die das vorherige alles nicht kennen und sich das eben holen, ist es vielleicht etwas belanglos, so weil du emotional nicht so mitgehst vielleicht oder dich das generell nicht interessiert beziehungsweise gar nicht weißt, wie dieser Charakter richtig tickt. So, ne? Natürlich könnten sich das auch Serienfans holen, um einfach zu gucken, was Negan so in den Comics da noch eben treibt, so zum Ende hin, wenn Interesse da ist. Aber egal, soweit zu mir. Ja, die Bewertung wäre dann halt irgendwie, ich würde dem so eine 8 von 10 geben. Ist halt ein Durchschnitt, kommt nichts Besonderes, aber kann man mal gelesen haben. Ja, das soweit von mir zu diesem Heft. Schon wenn ihr das denn aber schon gelesen habt, ist ja jetzt schon ein bisschen, also ist jetzt schon, ja, schon kurzen raus. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wenn ihr es schon gelesen habt, was ihr denn davon haltet. Fandet ihr das interessant oder fandet ihr das total langweilig und hättet viel mehr erwartet? Schreibt mir das ruhig gerne in die Kommentare. Ja, und das soll es dann soweit von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.